Ich begrüße euch zurück bei Beyond Two Souls Remastered im Kapitel Gejagt. Klingt ja jetzt nicht so gut. Ich weiß nicht, ich muss gerade unwillkürlich an Harry Potter denken. Der Zug nach Hogwarts. Nein, okay. Ich bin ja schon ernst. Okay, wir starten wieder mit Aiden. Okay, wirklich weit weg oder so komme ich jetzt nicht. Ja, also. Was soll denn das? Ich will da rein. Ah, okay. Ja, Jodie schläft. Ist wohl müde. Wenn ich nicht will. Vielleicht auf der anderen Seite. Ein Haufen Bäume schon. Okay. Wie weit komme ich denn vor? Ja, okay, das bringt ja hier nichts, oder? Ja, komm, also. Ich nehme diesen Sound wahr. Ist hier irgendwie Blödsinn umzuschauen? Guck mal hier, komm, wir ärgern die mal ein bisschen. Hui! Ja. Was? Wir stoppen und wir dürfen den Zug nicht verlassen? Was ist da los? Was ist da los? Ja, ich hab's ja begriffen. Nichts zu sehen. Oh. Okay. Könnte es sein, dass die Polizei uns jagt? Wäre dann äußerst uncool. Das ist vielleicht der Moment, in dem wir zusehen sollten, dass wir sie irgendwie geweckt kriegen. Hier ist er ja schon. Hi Mäuschen, guck dich mal um. Aiden, Mann, ich hab doch gesagt. Sehr gut, zumindest hat es gleich geschnallt. Oh je. Guten Abend. Routinecheck. Alle Ihre Ausweise bitte. Ma'am, zurück auf den Platz bitte. Na toll. Ich hab noch überlegt. Scheiße, das ist sie! Das ist sie! Ach, verdammt. Mal gucken, ob wir das schaffen. Ich hab ja im Tutorial die Quicktime-Events so ein bisschen verhunzt. Halt, Polizei! Wie sie erst noch stehen bleibt, ey. Hier, komm, hopp, rüber. Jawohl. Hey, was ist hier los? Das geht euch gar nicht an. Hopp, hopp, hopp. Mach, 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 mach. Oh mein Gott, ja, renn, Mensch! Oh, bleibt die da immer noch stehen, ey? Ey, aufpassen! Das war knapp, glaube ich. Oh nein! Geh weg. Geh weg. Ja, na lauf, Mensch, Mädchen! Wie sie immer stehen bleibt, ey. Hey, was soll das? Halt die Klappe. Ja, lauf, Mädel. Ah, hier, Fenster. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Verdammt. Schnell. Das Fenster. Jawohl. Bams. Sieh zu, dass du wegkommst. Jetzt hat sie ihr Käppi verloren. Nein! Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Hier, shit! Nein! Ach, verdammt! Verdammt, verdammt, damit habe ich nicht gerechnet. Ach, shit, das war auch noch die falsche Richtung. Nein! Ach,
Ach Mann, ich habe immer keine Ahnung, welche Richtung das gehen soll. Boah, ist das nervig, ey. Fuck, jetzt habe ich es voll verhunzt. Nein. Ach Mann. Ach, wie ärgerlich. Wir übergeben Sie sofort nach der Ankunft in Greenwood. Eine Spezialeinheit wartet auf Sie. Keine Ahnung, was sie angestellt hat. Ist aber anscheinend ziemlich schlimm. Sie schicken die halbe Armee nur für Sie? Wenn Sie mal wieder ein Mädchen suchen, fragen Sie lieber gleich uns. Ja, genau. Hör zu, ich werde mal schauen, wann wir da ankommen. Bleib bei der Tür, okay? Nur die Ruhe. Sie fliegt schon nicht weg. Ja, ja. Aber ist schön, weil das ist eine Szene, die ich auch noch nicht kenne. Na komm, dann sieh mal zu, wie wir hier wegkommen. Ja, das ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Du musst mich hier rausholen. Eben. Müssen uns irgendwas anderes einfallen lassen. Mal gucken, was wir hier so treiben können. Können wir mit dem Fenster irgendwas anstellen? Erstmal nicht. Da ist eine Lüftung, aber die hilft uns natürlich erstmal nicht. Okay, ich nehme an, dass wir vielleicht den Polizisten übernehmen können. Ich schau mal nach. Ja, perfekt. Sehr gut. Also um das nochmal zu erwähnen, es ist halt so, dass man diese verschiedenen Farben hat. Also mit Blau kann man nicht viel anstellen, das ist halt einfach nur eine Seele. Orange heißt halt, wir können denjenigen übernehmen. Rot heißt, wir können denjenigen töten. Oder zumindest außer Gefecht setzen. Und ja, das ist, glaube ich, dann auch schon... Und das Grüne war halt zum Heilen dann, ne? Ein Verletzter. So, ja. Ich wollte gerade sagen, der Punkt sah so aus, als ob er dann wieder rausgehen würde. Okay. Ist schön, wenn man die Tasten dann auch beherrscht. Schließ ihn in ein anderes Abteil. Schließ ihn in ein anderes Abteil, das wird jetzt lustig. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung... Achso, das gibt nur das eine offenbar, oder? Das daneben. Ja, was soll's. Geh mal noch nebenan. Flup. Au. Ja klar, er muss ja irgendwie aus dem Körper wieder rauskommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir... Wir hätten uns hier vielleicht nochmal genauer umsehen sollen bezüglich Bonus und so ein Kram, ne? Ich weiß ja nicht, dass hier irgendwo was ist und ich hab's dann verpasst, weil ich jetzt... Okay, da komme ich nicht hin offensichtlich. Och man, diese Steuerung macht mich irre, ne? Diese Eigensteuerung ist sehr eigen. Das Fenster ein. Ja, ist ja gut, ich komme ja schon. Aber ich wollte gucken, ob es hier noch was zu holen gibt. Ach, Manu. Na gut. So. Da ist er, da ist sie, dann ist hier das Fenster. Genau, da. Hui. Flupp. Fällt bestimmt gar nicht auf. Na los. Dann Hoppi. Okay. Alles klar. Schutzschild. Finde ich sehr, sehr episch. Ist zwar auch ein bisschen futuristisch irgendwie, aber... Naja. Hauptsache, hier passiert nichts. Gut. Mal schauen, wie lange das gut geht. Ist hier irgendwas zu sehen? Einen darf ich nicht rufen. Dann würde ich sagen, gehen wir am besten einfach erstmal schön in den Wald rein. Was denn? Ja, ich weiß. Wir müssen hier weg, bevor sie zurückkommen. Okay. Ich darf ihn nicht rufen, aber er hat sich gerade zu Wort gemeldet. Ja, klar. Ist klar. Sie ist 2 Minuten weg. Fuck.
habe jetzt eben nicht gecheckt, dass ich schon wieder laufen soll. Ja, okay. Ich hab's versaut. Mal wieder. Nein, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Verdammt, ich muss schon wieder niesen. Ach, Mann. Oh. Verscheiung. Ich hab's auch im zweiten Part nicht rausgeschnitten, verdammte Axt. Jetzt aber. Ja, wow, ich hab mal ein Quicktime-Event richtig gemacht. Ich bin ja begeistert. Um Gottes Willen, ey. Ja, ja. Das ist super gefährlich. Wir haben Aiden bei uns. So. Okay. Das ist bestimmt schön kalt. Reicht das, wenn ich jetzt hier so abwechselnd drücke? Ich glaube, das war wohl gemeint, oder? Oh nein! Oh je, oh je, oh je, oh je, oh je, mach hinne! Das ist so unlustig gerade. Oh, jetzt machen sie mich aber auch echt fertig, ne? Na los. Das muss doch zu schaffen sein. Da hinten das Licht, ob das jetzt so gut ist, sei mal dahingestellt. Aber. Ja, okay. Das war eindeutig ein Nein. Tja, wo soll ich denn hin, Mensch? Da war schon wieder Licht. Hier irgendwie? Komm ich hier nicht irgendwo hoch? Boah, ist das undurchsichtig gerade auch. Oh je. Böses Wauzi. Die mach ich fertig. Oh shit. Da war ich jetzt, hab ich ein bisschen zu schwammig gedrückt für den Controller wahrscheinlich. Lass mein Stöckchen in Ruhe. Ich drück schon immer, obwohl gar nichts ist. Da musst du jetzt Aiden helfen, interessanterweise. Weiß nicht, ob es daran lag, dass ich vielleicht was falsch gemacht habe oder ob das sowieso gekommen wäre. Ja, nur aber Hobby. Wollen ja mal zu. Oh, jetzt humpelt es aber ganz schön. Es geht euch gar nicht an, wo ich hin bin. Nein, nicht da lang. Mensch. Da zwischen die Bäume durch. Boah, ist euer Ernst? Da ist auch Wand. Ja, okay. Ach, jetzt auf einmal doch Wand. Also, weißt du. Na, dann mal los. Unsere CIA-Ausbildung könnte uns dabei helfen. Mal gucken, ob ich das jetzt hinkriege. Da hat sie ja klettern gelernt bei der CIA. Oh, Mist. Das war jetzt nicht so schön. Hallo, ich habe X gedrückt, aber sowas von habe ich X gedrückt. Och, euer Ernst. Okay, also nochmal. Na los. Wir brauchen mehr Licht, Herr Grün. Okay. Nein, 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 ich hab gedrückt. Sowas von hab ich gedrückt. Oh. Boah, das ist nervig. Los, komm schon. Es muss doch möglich sein, zu flüchten. Okay, es sieht gut aus, als ob wir es jetzt vielleicht doch endlich geschafft hätten. Boah, mein Gott. Ihr fast gesehen. Nichts außer Fels und Geröll. Und da hoch schafft sie es im Leben. Hast du eine Ahnung?
sie ist uns entwischt. Travis, wir brauchen die gottverdammten Hunde! Sofort! Sehr schön, wie der Controller die ganze Zeit vibriert. Jetzt muss ich immer noch klettern. Okay. Okay, aber es läuft. Es läuft. Wenn auch schleppend, aber es läuft. Oh, da hinten war ein Polizeiwagen. Mann, die sitzt bestimmt ganz schön fertig. Ah, jetzt darf ich auch mal wieder mit Aiden rumspielen. Das macht nämlich, glaube ich, auch am meisten Sinn. Jetzt uncool, wenn ich mich da erwischen lasse. Nachdem wir jetzt so fleißig geklettert sind. Okay. Okay, ich muss wohl noch ein bisschen näher ran. Schauen wir mal. Mach schon einen. Hallo? Das geht aber ein bisschen zu gut, oder? So, schauen wir mal, was diese Phase ist. Also, das sind bloß ein paar nette Seelen, wie wir schon erwähnt haben. Ah, guck mal, da hinten ist zum Beispiel einer, den wir übernehmen können. Ein Motorrad. Das ist perfekt. Meinst du? Möchtest du eine Runde Motorrad fahren? Hier mit den Autos noch ein bisschen Blödsinn machen? Nee, ne? Sieht nicht so aus. Der Helikopter dorthin. Der sah aus, als ob der am Fluss wäre. Wäre möglich. Okay. Übernehmen wir mal den Typen und hoffen, dass uns das schon reicht. Okay, und jetzt? Was machen wir jetzt? Das Moped ist, steht da erstmal so rum. Ach so, vielleicht sollen wir Platz machen, wa? Können wir in die Autos? Ja, wir können in die Autos. Ja, na, dann schauen wir mal, ob das fruchtet. Ich meine, die Typen werden das ja mitkriegen. Bums. Wo willst du hin, Mike? Weg von euch. Hey, was machst du denn mit dir? Oje. Okay, wir sind erstmal abgelenkt. Okay, Mike, das reicht jetzt. Bist du kommst. Ich hab... Mann, ich glaub's gekriegt. Aber es reicht ja offensichtlich. Na dann mal los. Das hat ja schon mal ganz gut geklappt. Ah, cool. Boah, nice. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh je. Ich seh's schon kommen. Ich meine, Marc guckt das hier nicht, aber Marc würde jetzt auch sagen, ja, bei Mario Kart, ne? Ständig gegen die Wand gedotzt. Wenn sie nicht gegen die Wand gefahren... das ist jetzt eine sehr blöde Ansicht, um zu fahren, Freunde. Oh je, der Helikopter ist bei uns. Oh je. Aber ich habe das Gefühl, dass man hier nicht viel falsch machen kann. Ich sehe nichts. Oh Gott. Ja, klar! Oh Gott. Was ist denn los? Ach Gott, ich muss R2 gedrückt halten. Ist das euer Ernst? Okay. Oh je. Ich habe gedacht, das war bloß zum Starten. Es ist auch stockduster, ne? Du siehst nicht, wo die Straße lang führt. Ist ja kein Wunder, dass der Helikopter mich im Blick hat. Oh, da hinten sehe ich schon wieder Polizeiwagen. Uncool. Straßensperre. Ende Gelände. Haltet die Position. Den Typen kennen wir doch aus dem Prolog, hä? Keine Chance. Wir fahren direkt durch. Bist du bereit, Aiden?
Sind wir bereit? Wir sind bereit. Es geht los. Wiederum ein Schutzschild. Interessant, dass das Schutzschild sogar Kugeln abhalten kann. Finde ich aber irgendwie cool. Wie gesagt, ich mag dieses Futuristische so ein bisschen. Also futuristisch ja nicht mal unbedingt. Eher Mystery. Mystery ist halt voll mein Ding. Und dieses Paranormale ist schon echt cool. Feuer einstellen! Ich dachte, Feuer einstellen! Das ist deine Tango. Ein Durchbruch. Ich wiederhole, Sperre durchbrochen. Fährt nach Bakertown. Ja. Wir haben auf jeden Fall schon 10 vom Beginn wiederentdeckt. Oh je. Au. Und diese Jagd durch den Wald wurde uns am Beginn des Let's Plays schon mal gezeigt. Ihr könnt ja gerne nochmal in den ersten Part reinschauen. Vorwärts, vorwärts! Die ersten 10 Minuten. Sieht nicht so gut aus für uns. Gruppe 3, in Position! Sie sind umstellt. Ergeben Sie sich, dann wird niemandem etwas passieren. Sie wollen Ärger haben? Dann sollen Sie ihn kriegen. Zeig, was du kannst, Aiden. Oha. Das heißt, wir dürfen Chaos stiften. Können wir dich denn irgendwie heilen oder so? Nee, erstmal nicht, ne? Schade. Gut, das Auto ist ihr Schutz, da werde ich jetzt erstmal nicht rangehen. Zeig, was du kannst, hat sie gesagt. Mal gucken, was wir hier so anstellen. Okay, können wir mit dem Helikopter schon was machen? Ich meine, später auf jeden Fall, aber okay, jetzt noch nicht. Ja, der Helikopter wird noch auf uns zukommen. Freut euch schon mal drauf. Ja, das ist jetzt nicht ganz so effektiv gewesen. Wo sind die denn alle, sag mal? Ich muss doch hier irgendwem was tun können. Da oben. Ah, guck mal, da geht's schon los. Da geht's auch schon los. Zack, gleich übernehmen und dann macht der hier mal ein bisschen Rambazamba. Die töten mich, Aiden. Du musst sie aufhalten. Ja, will ich doch gerade. Na los. Was können wir denn hier anstellen? Ach so, ihn einfach nur runterspringen lassen. Das ist jetzt zwar ein bisschen langweilig. Boah, wo bin ich denn? Das war jetzt ein bisschen gemein. Hier sind auch noch ein paar Kollegen. Da können wir allerdings noch nicht so viel machen, obwohl ich könnte mit dem Auto. Bams. Oh, da hinten ist einer, den ich töten könnte. Also nicht, dass ich jetzt so heiß wäre drauf, jemanden zu töten, aber ne, in dem Fall müssen wir Jody retten. Und das ist wohl in dem Fall einfach unvermeidlich. So, ob der jetzt wirklich tot ist oder außer Gefecht, sei mal dahingestellt. Ich finde das ja schöner zu glauben, dass er einfach nur bewusstlos ist. So, hier ist der nächste Kollege. Genau. Mach sie fertig. Was zur Hölle ist hier los? Ich war schneller. Ah ja, okay, sie haben sich gegenseitig abgefetzt. Gut. So, was denn noch so? Hier hinten sind auch noch welche. Da kann ich zumindest auch noch mal einen auseinandernehmen. Die Einzelnen bringen halt nicht so viel. Sie hat ihn getötet! Noch nicht, aber jetzt. Ja, okay. Was zur Hölle? Die können ja nicht einfach hier rumschießen. Kann ich hier irgendwie später, glaube ich, erst kann ich hier dann später rein. Ja, ich habe euch gespoilert. Jetzt schießen die um. Ah, guck mal, hier ist. Oh, hilf mir, verdammt, hilf mir. Ja, ich bin noch dabei, Mensch. Das ist nicht so einfach. Das sind so viele. Sie gibt nicht auf. Oh, das ging schnell. Verdammter Freak! Tu doch endlich was! Naja, sie wollten es halt nicht anders. Ja, mich wird's auf jeden Fall nicht kriegen. Ja, mich wird's auf jeden Fall nicht kriegen.
Oh, schön. Jawohl. Bams. Los! Nett. Das hat sich doch gelohnt. Ist der Heli jetzt wenigstens bereit, von mir gecaptured zu werden? Ne, irgendwie noch nicht. Aiden, sie kommen! Du musst ihn mehr vom Leib halten! Wo bist du denn überhaupt schon wieder? Die Tür! Aiden, ich komme nicht rein! Ja, alles klar, jetzt dürfen wir auch hier rein. Zumindest ein bisschen sicherer. Da können wir jetzt auch hier mit den Autos noch ein bisschen rumspielen. Es sind immer noch so viele, die noch hier sind. Tu doch endlich was, verdammt nochmal! Sie kommen immer näher. Du musst mir helfen. Ich versuch's ja. Was kann ich denn noch machen? Großartig. Also es ist ja schon mal sehr chaotisch hier geworden. Ist der jetzt... Ah, jetzt ist der Heli fällig. So. Jawohl. Schönes Ding. Oh, nett. Ich glaube, der Heli war das große Finale. Sagen Sie, Sie sollen mich gefälligst in Ruhe lassen. Denn das nächste Mal werde ich sie alle umbringen. Okay. Komm, Aiden. Ich glaube, sie haben es kapiert. Na, hoffentlich. War ja auch schlimm genug. Ja, das war jetzt nicht ohne. Und damit wäre das Kapitel dann auch abgeschlossen. Ich hatte zwischenzeitlich schon überlegt, ob ich eventuell einen Cut machen soll, aber ich habe gedacht, das schaffen wir jetzt noch fertig. Im Zug verhaftet, ja, ne, wir hätten auch eventuell kommen können, wenn ich mich nicht so dumm angestellt hätte. Dann ist da tatsächlich noch ein unentdeckter Weg, da bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher, was das sein könnte. Mit dem Motorrad entkommen sind die meisten. Interessanterweise hätten wir auch einen anderen Weg wählen können. Im Wald entkommen. Und die Stadt verwüstet. Im Ernst, man hätte es auch ohne die Stadt zu verwüsten schaffen können. Interessante Sache. Na gut. Ich würde sagen, das war's dann wieder für diesen Part. Wie gesagt, halbe Stunde ist auf jeden Fall Maximum. Also ich wollte schon gerne wieder so, ne, 20 bis 30 Minuten maximal. Und in diesem Sinne bedanke ich mich wieder fürs Zusehen. Freue mich auf alle Daumen und Kommentare. Und dann sage ich bis dann.